Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der Co-op Spielerkette zusammen mit Jan. Hi. Hi. Wir haben wieder ein gigantisches Spiel vor uns, kann man sagen. Wir spielen nämlich in der Champions League hier gegen Dortmund. Und ja, letztes Spiel in der Champions League verloren gegen Barcelona, war echt traurig. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Die letzte Folge verlinke ich auch mal rechts um meinem i. Das Champions League Spiel war aber, glaube ich, sogar vor zwei Folgen, glaube ich. Egal, die Playlist auch rechts von meinem i. Ebenso wie Jans Kanal, da könnt ihr auch super gerne vorbeischauen. Da nehmen wir gleich auch seine Folge auf. Also unbedingt da vorbeischauen, wird auch mega, mega nice. Und ja, ich bin jetzt gespannt. Ich habe immer noch eine Minus 1 hier unten. Ich bin einfach Weltklasse. Ja, absolut. Ja, ich hoffe, dass wir hier gegen Dortmund überzeugen können. Die letzten Spiele waren alle so ein bisschen so... Mann, ich in... Ja, also... Let's go. So kann man es ausdrücken, ne? Ja. Aber die Spiele waren echt irgendwie... Guck mal, du hast eine 76, ich habe eine 74. Das ist so... Du bist halt eins aufgestiegen und ich eins... Das ist so dull. Im Waldstadion gegen Borussia Dortmund. Tja, nächstes Jahr ist der Borussia Park hier wieder nicht der Borussia Park. Signal Iduna Park, genau. Ne? Borussia Park ist Gladbach. Der ist dann auf jeden Fall wieder am Start. Die Champions League auch voll lizenziert, also freue ich mich auch mega drauf. Wenn wir da wieder eventuell eine Koop-Karte starten, mal gucken. Cool. Das wird auf jeden Fall nice. So, wir müssen jetzt gewinnen, das wäre auch nice. Let's go. Lass uns rein starten. Aubameyang spielt hier bei Dortmund. Komm, da ist der Schuss. Boah, deine haut aber manchmal so dick raus. Das ist echt krass. Oh, easy, da ist das Tor. Leute, ihr müsst wissen, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge gesagt habe. Das ist schon ein bisschen länger her. Mischak hat Wijnaldum oder wie auch immer man den aussprechen will, rausgepackt. Und ihn hier dafür reingepackt. Lalana. Da macht er direkt sein Tor. 1:0. Mega nice. Halbzeit, Leute. 1:0. Ja, würde ausreichen, wenn es so bleiben würde. Bisher wieder recht wenig passiert. Also, Dortmund ist ein bisschen stärker, finde ich. Also, wir kommen nicht so oft nach vorne. Aber, ja, auch Dortmund hat jetzt nicht die krassesten Chancen gehabt. Ja, 1:0 geht auf jeden Fall in Ordnung. Weiter geht's. Boah, Alter. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Du schießt und falls er abprallt, renne ich direkt hin. Okay? Ja. Guter Plan. Mein rein. Oh, der war echt gar nicht übel. Der wäre voll reingegangen, glaube ich. Ja. Krass. Aber leider ein Stück weit zu weit weg. Sonst also. Krass. Oder ein bisschen härter wäre vielleicht schneller, aber dann wäre vielleicht auch übergegangen. War ja, echt gut. Jetzt! Komm jetzt schon! Oh, was für ein Scheißschuss, Alter! Das war echt nicht schlecht gemacht. Und Lalana gefällt mir ultra gut. Geiler Mitspieler hier. Jetzt! Schuss! Oh, jawoll! Die Bots machen hier die Tore, die KI geht richtig ab. Was heißt richtig ab? Aber 2:0, ja, das ist auf jeden Fall nice, ja. Nice one. Das ist mega nice. Übrigens, Leute, könnt ihr auch mal rechts oben am i bei einem Video vorbeischauen. Und zwar habe ich die Trainerkarriere von PES mal wieder fortgesetzt. Also seit langem ist da ja kein Video mehr gekommen. Und jetzt die erste Folge seit langem wieder eben von der PES-Trainerkarriere. Also, wer Bock hat, auf jeden Fall vorbeischauen. Mega nice. Das war ein cooles Tor. 2:0 jetzt. Das ist schon ein bisschen sicherer. Wir brauchen natürlich unbedingt den Sieg. Und es sind noch 15 Minuten zu spielen. Ist machbar. Oh nein, Karius! Abseits. Oh, Glück gehabt. Das wäre echt... Abseits. Das wäre auch traurig. Doof wäre das. Das wäre doof, traurig, schade, alles. Das... Ja, Dortmund hat eigentlich das erste Spiel gespielt. Unentschieden. Gegen Nizza, 1:1. Das heißt, wir wären zweiter Platz jetzt erstmal. Ja. Außer Barcelona verliert. Das könnte auch sein. Dann wir haben dann zwei Toren, ja. Das könnte tatsächlich sein, dass wenn sie verlieren, wobei ich nicht davon ausgehe, dass sie gegen das Ding verlieren. Ja, nice. Ich habe zwar gedrückt, aber er hat nichts gemacht. Oh shit. Nochmal richtig Glück gehabt jetzt zum Ende hin, aber wie gesagt, es wäre auch ein bisschen unverdient. Wobei sie jetzt zum Ende hin nochmal Gas gegeben haben. Ja. Also,
ja, wir hatten die deutlich besseren Chancen, wir hatten mehr Chancen und haben verdient gewonnen, 2-0, also falls Barcelona verloren haben sollte, wären wir tatsächlich sogar Erster, aber Zweiter sind wir auf jeden Fall. Ja, schauen wir einfach mal rein. 1-1, oh! Die haben nur unentschieden gespielt, als ob. Das ist ja, also bringt uns relativ viel. Wir sind zwar trotzdem Zweiter, glaube ich, aber es ist halt echt noch alles offen dadurch. Okay, hier sehen wir es. Wir sind Zweiter. 4 Punkte, 3 Punkte, 2 Punkte, 1 Punkt. Läuft auf jeden Fall. Also dadurch, dass Barcelona hier nur ein Unentschieden gespielt hat, ist noch alles offen. Sowohl für Nizza, allerdings auch für uns auf Platz 1 zu kommen. Ja, mal gucken. Jetzt haben wir das Spiel gegen Newcastle, hast du gesagt. Und ja, hoffentlich gewinnen wir auch das, denn in der Premier League sind wir momentan Dritter und Platz 4 und 5 hat genauso viele Punkte wie wir. Also wir müssen uns da auf jeden Fall ein bisschen absetzen davon. Wäre ganz nice. So, Premier League am Start, Newcastle gegen Liverpool. Und das Stadion sieht auch relativ interessant aus. Ist geil. Ich hoffe übrigens, dass der Spielsound passt. Ich hatte den für einen Stream verstellt. Und hab zwar klar gerade einen kleinen Soundtest gemacht, aber ich weiß nicht, ob es hundertprozentig passt, aber wird schon gut sein, ne, Leute? Ich bin ja ein absoluter Profi. Absolut. Und jetzt ist so ultra scheiß. So, orangene Trikots gegen Newcastle müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Also wir haben gegen Dortmund gewonnen, jetzt. Alter. Hast du gut behauptet, ja. Wollte eigentlich. Ja. Was machst du? Ich hab dreimal schon Abziehen gedrückt gehabt und er hat's einfach nicht gemacht. Nein, oh, aber jetzt kommt der Pass war so. Ich weiß, aber der Torwart irgendwie, also ich hab's nicht geschafft. Wieso konntest du da nicht wieder so einen legendären Lupfer machen oder so? Ja, da war ich nicht, also da war ich jetzt echt nicht auf Zack. Es war nicht die beste Aktion. Das ist es. Boah, das war echt nicht schlecht. Also ich habe schon überlegt, ich dachte, dass du passt, also sofern du gepasst hättest, hätte ich wahrscheinlich auch geschossen. Außer ein Doppelpass wäre möglich gewesen, das wäre auch cool. Aber der Schuss war nicht schlecht und meinen, den hätte man echt machen müssen. Also der Pass, die Möglichkeit war echt ultra gut. Schade. Wie ihr da. Oh, Alter. geil. Ja, hä? Hey, was ist das für ein Fischkopf? Was hat der denn gemacht? Was hat der gesoffen, Alter? What the fuck? Ja, ich hab's mal gefordert. Oh, ja, Freistoß. Den mach ich rein. Alter, also die Position ist jetzt noch ein bisschen näher, wenn du mit dem gleichen F4 oder so. Ah, Mist. Das ist natürlich auch mit der Mauer schwieriger, je kürzer die Distanz ist. Ja, das stimmt schon, aber dann wäre es halt mehr Wucht, das wäre ein bisschen gefährlich. Aber der war auch gar nicht verzogen, der ist ja gegen die Mauer geprallt. Ja, deswegen gibt's Abstoß. Stimmt. Oh fuck. Hä? Oh mein Gott. So, Halbzeit, Leute, 0-0. Oh, das Spiel ist, ja, keine Ahnung, Chancentod kann man irgendwie sagen. Ich habe heute ultra die Versprecher drin. Ich konzentriere mich auf jeden Fall in der zweiten Hälfte. Ey, Digga. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich konzentriere mich in der zweiten Hälfte auf jeden Fall ultra und dann reißen wir das hoffentlich. Das wird auf jeden Fall nice. Zack, fange ihn ab, Alter. Wow. Stopp. Genau, das ist Premium gewesen. Jawohl! Ja. Endlich mal wieder hier. Das ist das erste Tor seit langem. Ha! Yes, Mann. 0-1. Heute gibt es keine Torhymnen wahrscheinlich. Außer die Gegner machen Tor dann schon. Übrigens, Leute, bei der Premier League gibt es eigentlich irgendwie gar keine Torhymnen. Das sind alles nur so, ja, Hymnen für den Verein, aber halt nicht für, wenn ein Tor geschossen wird. Dann nehme ich einfach immer diese Standard-Torhymne. Ja, ihr wisst Bescheid, Leute. Die, was auch bei der WM genommen wurde, glaube ich. Ja, 1-0. Endlich mal wieder was Gutes gemacht. 6 Tore in der Premier League. Ich glaube 4 in den ersten 2 Spielen. Und ja, dann hat es irgendwie nachgelassen. Weiter geht's. Ein Tor, kein Tor, ne?
Ah, jetzt, da war doch so jetzt schon. Ich hab abgebrochen, ich hätte Schuss gedrückt und dann habe ich abgebrochen und dann hat er so ein komisches Ding da gemacht. Oh, ich war so angespannt, weil ich irgendwie, ich wollte erstmal auf dich warten und dir wieder spielen, habe ich gemerkt, hä, wo bist du? Und hab dich die ganze Zeit gesucht, dann habe ich selbst geschossen, dann hat der Torwart gehalten, habe ich gehofft, dass du ihn machst und ich war so angespannt die ganze Zeit, also wir brauchen hier noch ein Tor, Leute. Die anderen wechseln auch die ganze Zeit. Mischak hatte irgendwie keine Lust zu wechseln. Ich nichts. Ah, boah. Ich bin verletzt. Nein, das ist nur ein Anzeigefehler. Mann! Das ist ein Anzeigefehler, ja, vertrau mir. Ja, in deiner Rapid-Karriere, da haben wir uns ja beide schon mal verletzt. Ja. Aber hier bin ich auch schon zweimal am Boden gelegen und hatte auch schon zweimal das Symbol. Und da war nie was. Also das vertrau mir, das ist. Ist ein Buck. Okay. Gleich so 5 Monate verletzt. Ja. Das ist wie in Formel 1, dass der Frontflügel sich einfach wieder heilt. Es geht einfach weg, das ist kein Problem. Ich würde sagen, ja, da kommt noch was. Da kommt noch was, ja. Nee. Noch nicht. Nee, da kommt nichts mehr. Doch. Vertrau mir. Gelbe Karte. Ja. Eben, ich grätsche ihn jetzt um, dann ist er verletzt. Zack, Alter. So, da kommt nämlich der Abpfiff. 1-0 gewonnen. Ja, immerhin haben wir gewonnen. Also, wie gesagt, zwar knapp, schade. Hätten eigentlich noch ein Tor verdient, eigentlich sogar. Hätten noch ein Tor machen können. Aber okay, immerhin gewonnen. Ist auf jeden Fall nice. 3 Punkte. Leute, unbedingt die nächste Folge auch schon. Dann seht ihr, ob ich verletzt bin oder nicht. Ah ja, genau. Wir beenden hier einfach mal die Folge. Dann kann man auch direkt machen. Dann müsst ihr in der nächsten Folge einschalten. Unbedingt gucken, ob Jan verletzt ist. Ist möglich, aber es kann sein. Also ich glaube immer noch, dass es ein Anzeigefehler ist. Ich hoffe auch. Und ansonsten könnt ihr jetzt auch noch rüberschalten. Wisst genau. Bescheid. Rechts mal wie bei Jan vorbeischauen, die Folge anschauen, war auch mega nice. Und dann würde ich sagen, ja, haut rein, bis dann und ciao. Ciao.